Also, ich bin mir relativ sicher, dass jetzt links von uns oder westlich, whatever, der Eingang zum Industrial Complex ist. However, wir brauchen Level 2 Karma und wir sind hardlocked auf Level 1. Für normal geht das da unten immer höher, wenn man einen Cycle überlebt und geht ein Level runter, wenn man stirbt. Not with this character. You are hardlocked. Und deshalb killst du Scavenger und nimmst ihre Leiche, um an dem Tor vorbeizukommen. Which is ethically totally okay. It actually worked exactly how I wanted it to work. Hast du eigentlich mal die Challenges angeschaut? Nein. Also, ich bin auf die Seite Challenges gegangen, aber ich habe nie eine angefangen zu spielen, wenn du das meinst. Nein. Don't worry, I will. Sooner or later. But for right now interessiert mich actually die World Story. Die Individual Story ist jetzt dahingestellt, aber die World Story ist actually interesting. Which is why I want to check out Five Pebbles. This little motherfucker. Where am I? Wir gehen hier die ganze Zeit zwischen. Yeah, I think I know where I am. To what the fuck is this place? I know where we are. Das hilft uns aber nicht, weil das ist nicht die Richtung, wo ich hin will. Hier geht's langsam aber sicher runter zu Pipe Yard. Viel Spaß bei der letzten Challenge. Well, dafür muss ich erstmal die erste schaffen. Was ich wahrscheinlich machen werde. Aber wir haben noch ein paar Katzen vor uns und wir sind mit der hier noch nicht mal fertig. So, patience, young one. Katze. Danke. Ich gehe jetzt einfach zurück und hoffe. Warum kann ich darüber? No reason. Okay. Und hoffe, dass ein paar Scavenger gespawnt sind. Welche ich, I mean, consensually acquiren kann. Yes. Dass wir halt nicht mal durch die schlimmsten Karma-Gates durchkommen. Das lässt mich leider gerade so ein bisschen daran denken, dass wir ja auch maximal Karma brauchen, um in Five Pebbles reinzukommen. Ich meine, wir könnten Glück haben und finden einen Scavy, der Max Karma hat. Aber I don't think that's guaranteed. Gehört eigentlich nur, warum man nur mit Karma an bestimmte Orte kann. Nein. Also die Karma Gate, zumindest as of right now, wurden die Karma Gates noch nicht erklärt. Ich weiß, jedes Symbol repräsentiert was. Das wurde einmal angesprochen. Ich weiß nicht, was das hier heißt. Aber dieses X, ne, also X ist Maximum, ich glaube, also 10.
Lasset mich lügen, aber ich glaube, das heißt Self-Preservation. Das war in einer Perle angesprochen. Other than that, I have no fucking idea, my boy. I once again ask for your genocidal support. Where are the monkeys? Bist du gerade dem Speer gedodged? You know what? You deserve to live. Katze. Also ja, wir gehen gerade irgendwo hin, aber ich sag mal, wie es ist. Das ist nicht, wo ich hingehen wollte. Nor is it helping me in any way or form. Wait, what? Oh. Interesting. Sneaky Tunnel gefunden. Oh, huh. He didn't get the jump. Die Bombe ist explodiert. I mean, hey, I'm immune to that. He is not. Alles klar. Mein Junge, dann eine schöne gute Nacht. Ruhen Sie sich gut aus. Eine schöne Woche noch. Und bis zum nächsten Mal. I require munition. Never mind. Instant Knockback ist absolut insane. Dass dir das Spiel das nicht sagt, ist kinda ass. Just like this game. So I expected absolutely nothing else. Stop doing that. Ah, das ist der alternative Weg nach drüben. Irgendwann, wenn wir das lang gehen, kommen wir hier raus. Warum kennen wir den Raum? Ich war in dem Raum nicht. Dachte ich. I don't know. Ich kann mich nicht erinnern, dahin gegangen zu sein. Das war der Start vom Spiel. Das war der Start. I remember right now. Ich bin nämlich nach unten dann gegangen und bin von da aus dann durchs erste Gate gegangen und dann waren wir in Shoreline. Oder was ich als Shoreline interpretiert habe. Oh, alright. We are going downwards. I decided that for myself. Wenn wir die Zeit ausgehen, ich will jetzt wissen, was da oben ist. Hyperpiss, Alter.
Oh, okay. Ich kann einfach auf der Säure flitscheln. That is something I can do. Ja. Kurzer Cycle und wahrscheinlich wieder keine Viecher unterwegs. Das ist halt echt ein bisschen Dudu-Shit. Okay, schmeiß es weg, kein Problem. Die Sache mit den mit dem Concussive Blast ist absolutely amazing, einfach nur. Ja, das ist Irith, Kuss auf die Nuss. Das ist unglaublich helpful. Und die Range ist absolutely disgusting, which means I love it. Die Sache mit den Scavengern wird leider nicht besser. Dass wir so gigalockt sind auf Level 1 und nicht mal durch ein Piss-Level 2-Gate kommen, ist disgusting. Meine Hoffnung ist gerade tatsächlich einfach, dass Scavenger vorbeikommen. Also, I kid you not. My most effective way of doing things right now is to wait. Ich höre nur türkise Lizards. Ist relativ safe to assume, dass das eine nicht mit dem anderen kooperiert. Wisst ihr, was das Problem an dem Concussive Blast ist? Wenn du ihn ausführen willst, musst du ein Item droppen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob du das andere auch weglegst. So. Also maybe ist das egal, dass du eins weglegen tust, aber es ist dieselbe Taste einfach nur. Ich bin actually so disgusted, dass hier wieder nichts ist an Gegnern. An Scavengern. Und wenn einer kommt, kann ich euch sagen, kommen wieder sieben auf einmal. This game has no in between. You either take all of them or none.
Na, Badesalz. Oh. Oh, alright. Ich wollte eigentlich mal die Bombe safen, aber let's have a Mir. Das hat einen sehr düsteren Unterton. Do the funny one die? Ich konnte nichts kontrollen. Was haben wir gerade gesehen? Wir haben gesehen, wie ein Garbage oder wie die Richtung Garbage Waste gelaufen sind, würde ich fast schon sagen. Wait, actually, die sind an einem Scavenger Tor vorbeigelaufen. They didn't pay. Das ist die große Backstory. Illegal Immigration. Alter, Scavenger existieren nicht. Die sind eine Lüge. Made up from the fucking milk industry. I'm actually molding. Snap. And then we eat. Doesn't matter. Ja, also Karma Gates sind actually a bigger problem than ever before. Really disgusting. Also da sind Scavenger. That is the one thing I know. There will be bloodshed. Well, wir haben einen langen Cycle und wir wissen, wo Targets sind. So, let's get working, I guess. Wo gehen wir da am besten lang? Oben? Probably, yeah. Please stop taking my things. Tut mir leid, ich habe es eilig. Wait. Naja, okay, macht keinen Unterschied. Joinkies, Bloinkie. Wir jumpen lieber vorsichtig drüber. Ha. Wie kommt man denn nochmal hier hin? Wait, wo ist es hin? Da. Well, since I cannot remember, let's just check it out, I guess.
Das riecht wie Subterranean. Hello, Dickhead. How are we doing today? Scabby. Dein Level ist hoch genug. Das ist weird. Okay, neue Theorie. Wir sind weitaus weiter in der Timeline, als ich dachte. Weil das blaue Zeug, was in Five Pebbles ist, ist jetzt hier draußen. Ich habe noch nie von dem blauen Zeug was draußen gesehen. Könnte Five Pebbles schon so corrupted gewesen sein, dass das quasi aus ihm rausdrippt? Beste Beschreibung, I know. Feed it. I will not feed it. I have a thing I need and I will use the thing I have. So, fuck it. I'm going to take John over here and remember these things exist. This boy is not helping me. How? How? I revert all other questions and just want to know how. How do you know of me and how did you get here? I don't care. Let me out. 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 Ja. Oder? Na. Wenn ich oben lang gehe, muss ich an den türkisen Boys vorbei. And they are not good at negotiation. It's okay. Also ich hoffe einfach mal, sein Karma nimmt nicht ab, wenn ich ihn falsch behandle. Es ist ja kein, ne, ist ja kein per Woll-Pullover. Ne, Woll-Pullover, per Woll ist die Marke, ne, genau.
brilliant. Warum war das zu ist? Wakey wakey world, I'm here, let's commit some arson. Feed me orphans. Scavenger orphans though. Also unten durchzugehen ist ein bisschen Cancer leider. Wäre es vielleicht doch besser, wenn wir lieber oben lang gehen. Wie viel Zeit haben wir den Cycle? Okay. Time to go. Where did you go? Because killing you is an obligation. I'm dead. Somehow, I'm not dead. Where is my spear? Where is everything I have? Well, had. Properly speaking. Sehr schön. Ich möchte die ganz gerne eliminieren, damit ich mit dem Scavenger dann hier durchlaufen kann einfach. Daily dead. Warum habe ich eine Fliege? Verpiss dich. You eat. Then we go down, then we not go down. We... never mind. We go back, take the secret exit. Da. Okay, Abfahrt. Hey, idiot. Ich hab... Am I dead? Yes, Augen sind X.
Guten Hunger, Jane. Na, na, Bots existieren nicht. Muss klicken. Alter, dass dieses eine, dass Neil Scavenger in der Nähe von so einem Gate sind. Snap. Katze ist, dann fliegt sie einfach über die halbe Map. Das ist so weird immer noch. Cool. Gut. Alles tot. I may now continue in peace. How poetic. First there must be violence before peace can exist. Isn't it, huh? Okay, direkt nach dem Snap muss ich ihn direkt nochmal stunlocken. Diese zwei Pisser einfach nur. They are very annoying. Und ich bin basically required, die umzubringen. Weil, wenn ich das nicht mache... Well, I don't quite know how exactly I will go through them with the scabby in my hand. Good. Ein weniger. And there's his brother. Rightfully striking down with the might of Zeus. Den Stab. Good. We have cleared the position. Wait, bin schon wieder zu weit. Alright.
Es ist ein Witz! Ich bin noch am Fumen. Come to me. Good. The problem has not solved, but is dissolved. You know what? Brilliant idea. We sleep here. Well, actually, is this a brilliant idea? Well, it's too late now. Actual fucking piss. Oh yeah, of course, they are instantly back now. Well, that problem is quickly solved. As you deserve, idiot. Do not argue with an explosive personality. Oh. Stell dir vor, du könntest nur eine begrenzte Zeit in dem Raum sein, wegen den Fumes, die ja durch die Gegend gehen. Scavenger? Scavenger. All right. Well, talk about pain. This room is very fun. Let's not go there. Ich hoffe einfach nur, der Vulture King kommt jetzt nicht hier gleich vorbei. Katze, was tust du? Okay. Ich habe das Gefühl, die Katze hat auch keinen Ausdauer. Im Sinne von, sie hat den Wert Ausdauer nicht. Sondern kann einfach 24/7 alles machen. Weil der einzige Fakt, wo sonst noch Ausdauer zu merken ist, ist, wenn du schwimmen gehst. However, we can strike this from that cat. That is not happening with her. Ich drücke die Taste 8 Millionen Mal. Es passiert nichts, wenn es drauf ankommt. Piss. That's fine. Acid can't hurt you if you don't touch it.
He didn't figure this out. Yoinkies bloinky. Then we bomb. Nicht weggehen. So, Scavenger here, right? That is not a question, this is a demand. How does it come to this? Why are you here? Oh my god! Alright. Garbage waste is lost. Okay, die scheiß Spinne lag da gerade drauf und hat den Ausgang blockiert. Oder was auch immer das Ding ist, was fliegt. Wo sind die Scavenger? Garbage waste is fucked. Und da ist mein Golden Ticket. Es war so klar. Es war so klar, dass einer kommt und ich nicht on time wegkomme. Aber ja, sie sind da. Relativ consistently. I don't quote, quite know why they are in the vicinity of the fucking dead. Wie heißen sie nochmal? Daddy Longlegs. Seems like a very bad decision to be. Kann ich meinen Staff wieder haben? Ja. Ja, ihr war letztes Mal nicht da. Which made my life very easy. This time you are here, which makes it unnecessary hard. Na was jetzt? Ja, nein, vielleicht. Alright. Well.
Jetzt habe ich einen auf Säure treten hören. Diese Spinnen sind sehr nervig. However, we think about that, we get back. Eat. Come on. Na du Elender. Die Musik ist Mega Fred, würde ich es fast schon nennen. Omega Giga Fred. I mean, yeah, they are a threat, aber hear me out. Ich werde keine Waffen gegen die verschwenden. They are not what I search. Seid ihr tot? Good. You shall be mine. Come now. We go. Off fucking course. Boom. Okay, listen. Do not block my way, or I will be very pissed. You got it? Good. I just want my ape friend. Nothing else. Goodbye. Ein so ein Staff reicht actually aus, um den umzubringen. Das ist kind of insane. Alter! Danke. Es ist so random, wann man top right, also wenn man den Kopf nach oben hat und wann nicht. Okay, das Einzige, was jetzt nicht auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir The Funny Monkey in der Säure verlieren. Das ist fein. Das ist nur kurz angedippt gewesen. Das kann man noch essen.
glaube, wir haben's. Ich weiß, laut gesagt. Bei dem sein Karma ist hoch genug, dass ich einen Tag schlafen kann. Das heißt, ich kann saven. Which I will. Jetzt darf hier nur nichts stehen, was uns instantly umbringt. Alright. Sleep, 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 sleep. Oh. Oh, we got it. Genau. Can I eat him again? Oh, I can. Big eat, actually. Sehr gut. Okay, come on, idiot. We go now. Oh, danke. Wir haben's, Leute. Industrial erwartet uns. It can only get worse from here. Aber ja, die Daddy Longlegs in... die Daddy Longlegs in Garbage Waste sind irgendwie... weird. Weil entweder... Okay, das ist wenigstens noch Industrial. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum die Dinger da sind. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Daddy Longlegs bisher nur... Also die blaue Variante zumindest. Es gibt ja auch diese hellgrüne oder wie immer. Ich habe die blaue Variante bisher nur in Five Pebbles gesehen. Und jetzt ist sie hier. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, das, worauf meine Theorie gerade so ein bisschen hinausläuft, ist, dass Five Pebbles mittlerweile schon so corrupted und zerfallen ist, dass Teile von ihm nach unten gefallen sind. Das würde allerdings nicht hinhauen mit dem Punkt in der Story, wo ich denke, wo wir sind. Ne? Die Alternative-Variante ist, Five Pebbles hat sie rausgeworfen. Keine Ahnung wie, aber... Ne? Oder die Corruption geht erst jetzt in Five Pebbles. Oh mein Gott. Habt ihr gerade gesehen, dass ich zweimal den Speer von ihm in der Luft zurückgeworfen habe? Actually insane. Sehr gut, ich wollte auch nichts hören. Na, come on. Der eine Scabby, der hat gerade komplette Leistung gemacht. Ah, cool. Stell dir vor, du kommst hier rein, willst zum Checkpoint laufen und das erste, was du siehst, ist this fucking dickhead coming from the sky instantly eating you. Wouldn't that be cool? Kriegst du alle Katzen vor Level 2?
Was? Welches Level 2? Explain yourself. Wie viele Level gibt es? Was ist ein Level in diesem Spiel? Das ist die bessere Frage. Es gibt keine Level. Jede Katze hat eine Kampagne und die Gebiete sind quote unquote immer dieselben. Mit ein paar Abänderungen, maybe. Aber es gibt keine Level, würde ich zumindest sagen. Okay, dann formuliere ich deine Frage mal um. Kriegst du alle Katzen vor Level 2? Wie zum Henker soll ich mehrere Katzen in einem Gebiet bekommen? Cool. Ich bin ihm ins Maul gejumpt, weil der Pfeil an ihm abgejumpt ist. Insane. Ich verstehe die Frage einfach nicht, Jaden. Du unlockst keine Katzen in... I just got literal gang raped. Holy shit. Du kannst jede Katze spielen? Ja und nein. Ich könnte Rivulet oder Spearmaster spielen. Weil ich Gourmand gespielt habe. Und wenn ich... Ich glaube, wenn ich Rivulet und Spearmaster gespielt habe, bekomme ich die letzte. Ja. Ich habe mich komplett verdrückt und habe nicht bemerkt, dass ich ihn in der Hand hatte. Deswegen konnte ich nicht wegrennen. Die Typen sind viel zu tanky. Also die kriegst du nicht immer eben down. Falls ihr es nicht gesehen habt, was gerade passiert ist, ich bin hier rausgekommen, habe instant einen Stein in die Fresse bekommen, bin gestunt gewesen und danach musste ich mir angucken, wie die mich auseinandernehmen. Also ich habe hin und wieder ganz gerne so einen Squad vor der Tür. Yep, just like that. Eat, then we attack. Dass du keine Priorisierung machen kannst, was du dir nehmen willst. Ah, Survivor Karma. What? Not anymore, my boy. So, wir sind gut vorbereitet. Now we sleep again.
but with weapons.